Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über den Aufsitzmäher Select Scooter Mini Pro vom Hersteller Wolf sprechen. Hierzu haben wir diverse externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Die Features und den Einsatz dieses Mähers sowie alle wichtigen Infos erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wie immer haben wir für euch das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung rein, um alle Infos zu diesem Thema zu bekommen. Dort gibt's auch gleich den günstigsten Preis, den wir für euch gefunden haben. Es lohnt sich also reinzuschauen. Wer eine große Rasenfläche besitzt und die Zeit fürs Mähen sparen möchte, braucht einen guten Aufsitzmäher. Aufsitzmäher lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen. Rasenmäher, Rasentraktoren und Frontmäher mit einem Go-Kart-Design. Für welche Art man sich entscheidet, hängt von der Größe des Gartens, der Art des zu mähenden Geländes und natürlich auch von dem Budget ab. In diesem Video stellen wir den Aufsitzmäher Select Scooter Mini Pro vom Hersteller Wolf näher vor, weil er zu den leistungsstärksten Aufsitzmähern gehört und über sehr gute Kundenbewertungen verfügt. Der Select Scooter Mini Pro kommt mit einem leistungsstarken 4-Takt-Benzinmotor daher. Dieser Motor liefert starke 11,8 PS, was in der Klasse der Aufsitzrasenmäher schon zu den stärksten Motoren gehört. Er besitzt ein elektronisches Startsystem, welches sich einfach über einen Zündschlüssel starten lässt. Dieser Mäher ist ausgestattet mit einem 6-Gang-Getriebe. Damit ist ein stufenloser Gangwechsel möglich. Der Aufsitzmäher besitzt die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu fahren. Ein Wenderadius von nur 46 cm ermöglicht ein enges Fahren auf dem Rasen, womit ein Umfahren von Hindernissen kein Problem ist. Eine Rasenfläche von bis zu 1500 Quadratmetern ist mit diesem Aufsitzrasenmäher problemlos zu bearbeiten. Schaut im Anschluss in unsere Videobeschreibung rein, denn dort haben wir mehr Infos für euch zusammengefasst. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat dieser Aufsitzmäher eine Schnittbreite von 76 cm, so dass eine Rasenfläche mit wenig Hindernissen deutlich schneller gemäht werden kann. Die Schnitthöhe ist in 5 Stufen verstellbar, wobei die kleinste Stufe 38 mm und die größte Stufe 95 mm misst. Damit lassen sich also gängige Rasenhöhen mähen. Der mitgelieferte Fangkorb bietet Platz für ca. 200 Liter Rasenschnitt. Durch eine Füllstandanzeige lässt sich das Volumen auch von außen kontrollieren. Im Zubehör mit dabei ist ein Mulchkit und ein Deflektor zum Auswerfen des Rasenschnitts. Auch eine Anhängevorrichtung ist standardmäßig integriert. Somit ist der Aufsitzmäher Select Scooter Mini Pro für all diejenigen geeignet, die große Flächen bearbeiten und höheres, wilderes Gras oder gröbere Grasarten schneiden möchten, weil dieser Mäher auch große Grasmengen gut bewältigen kann. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen des Aufsitzmähers Select Scooter Mini Pro vom Hersteller Wolf näher bringen. Schaut gleich in unsere Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und die Links zu diesem Produkt. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik.